Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Heute zeige ich euch 10 weitere Karten, die ich mir über die letzten Wochen und Monate zusammen gekauft und getragen habe. Und um welche 10 Karten es sich hierbei handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, eine Folge Neuzugänge ist es mal wieder geworden. Es wird auch höchste Zeit, denn die Karten stapeln, stapeln, stapeln und stapeln sich an dieser Stelle. Und damit ich nicht gezwungenermaßen irgendwann wieder ein riesen Mega-Opening aus einzeln zusammengekauften Karten raushauen muss, was ja eigentlich vollkommen der Natur des Mega-Openings widerspricht, ballern wir jetzt hier einfach mal eine Folge Neuzugänge zwischen rein. Ich denke, als nächstes werde ich euch nochmal so eine kleine Kiste aus meiner Sammlung zeigen, in der Folge Sammelkartencheck, denn nebenbei bin ich immer noch am Yu-Gi-Oh! History und an Yu-Gi-Oh! Upgrade dran, was auch noch ein Haufen Arbeit ist. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja, die erste Karte, die wir uns angucken, ist der Rotdrachen Erzunterwelt im Angriffsmodus in Ghost Rare. Die Karte ist an und für sich in einem wundervollen Zustand. Die kommt vom lieben Lukas. Allerdings habe ich mir die für meine private Sammlung rangeholt, nicht für die offizielle House of Cards Sammlung. Und der Grund dafür ist folgender, nicht dieser komische Strich hier, denn das ist nur auf der Hülle. Der Grund dafür ist die Rückseite, denn die ist bedauerlicherweise ziemlich gedamaged, würde ich mal behaupten, falls ihr das hier seht. Also da haben wir so die Ecken und Kanten. Die sind nicht mehr so ganz fein, deswegen kann ich die nicht für die offizielle Sammlung nehmen. Vorne ist das Ding aber unglaublich clean. Ich nehme das wirklich ungern aus der Hülle, aber ihr seht, so der hat gar nichts, hat keine Kratzer, nichts. Also vorne wäre der wirklich schön gewesen. Klar, ich könnte ihn jetzt theoretisch auch in die offizielle mogeln, wenn ich wollte, aber machen wir nicht sowas. Ich bin ein Mensch, der so nach Prinzip geht und dementsprechend kommt die in meine private Sammlung. Aber eine wunderschöne Karte und meiner Meinung nach die beste Wahl, die jemals für eine Ghost Rare getroffen wurde, denn wir sehen hier auch wunderschön diese Kralle, wie sie fast schon aus dem Bild rauskommt. Man hat das Gefühl, das Ding greift nach einem und das finde ich einfach mega cool gemacht und dementsprechend ist das tatsächlich mit eine meiner absoluten Lieblings-Ghost Rares. Weiter geht's mit einer schicken Starlight, die wir, glaube ich, schon in der letzten Folge Neuzugänge tatsächlich gesehen haben. Ja, denn ich habe mir gleich nochmal eine rangeholt, die DD Krähe aus Rise of the Duelist. Mittlerweile 200, oder nee, zum damaligen Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, das ist auch schon wieder 1,5 Monate her, 250 Euro wert. Wie es mit dem aktuellen Preis aussieht, weiß ich nicht. Ich drehe diese Folge gerade relativ, unvorbereitet. Ihr werdet das allerdings in der Post-Production dann sehen, wenn ich die Preise hier unten einblende. Na, da gucke ich ja dann immer nochmal, was die Karten so aktuell wert sind. Das heißt, das, was da steht, ist wesentlich mehr wert als mein Geschwätz gerade. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Eine schöne Wahl für eine Starlight Rare tatsächlich. Sieht unglaublich cool aus. Ich hole sie auch gerne mal aus der Hülle raus, damit das nicht so übermäßig spiegelt. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Ganz, ganz großes Kino hatten wir auch schon beim letzten Mal. War damals das Titelbild. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr bringen, sonst kann man die beiden Folgen nicht mehr auseinanderhalten. Aber sehr coole Sache. Die nächste Starlight, die wir haben, ist Life Zwilling Lila Süßes. Und die habe ich gar nicht gekauft, die habe ich nämlich gezogen. Ja, ich bin ja ein richtiger Lacker. Ne? Also ich habe ja im Phantom Rage Display habe ich mir 2 Stück gekauft, habe eins aufgemacht und habe die Ödnisblüte gezogen als Starlight Rare. Habt ihr ja auch dann in den Neuzugängefolge gesehen. Jetzt habe ich mir Blazing Vortex gekauft, 2 Displays und habe die hier als Starlight gezogen. Sehr cool. Ich habe zwar nie die Starlight gezogen, die ich eigentlich ziehen wollte, wenn ich eine ziehe, aber ich habe immer eine gezogen. Das ist besser als nichts. Ne? Und ich muss sagen, ich finde sowieso diesen Comic-Look von diesen Live-Zwillingskarten sowieso total cool. Ich finde zwar, dass diese Basic-Monster hier immer so ein bisschen gleich aussehen oder sich sehr ähneln, aber ich finde diesen Look einfach cool. Keine Ahnung, kann ich als Yu-Gi-Oh!-Karte akzeptieren, sagen wir es mal so. Auch wenn ich ehrlich gesagt finde, dass das Ding mit einem Zombie jetzt relativ wenig zu tun hat. Die nächste Starlight ist Fallenstellerin Alomerus, die mir zusammen mit der Nummer 39 Utopia aus Battles of Legends Armageddon verkauft wurde. Von einem Abonnenten. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Hat mir auch einen schönen Preis gemacht. Hier aus Eternity Code. Momentan, ich glaube, was habe ich gezahlt? 180 Euro in etwa. Sowas war der Preis. Also ich glaube, die war aber mal teurer. Das wird allerdings ein Highpreis gewesen sein früher am Anfang. Also, aber Alomerus ist wirklich eine saucoole Karte und wahrscheinlich die wertvollste Trap Tricks, die es jemals gab und die es in nächster Zukunft auch geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit nochmal Trap Tricks Support gibt, der wirklich so wertvoll ist oder dass da nochmal eine Starlight rauskommt. Ich denke mal, das ist so das höchste der Gefühle, was das Thema angeht, zumindest für den Moment. Sehr cool, sehr schöne Karte, wundervolles Artwork. Ich mag die Trap Tricks ja sowieso unglaublich gerne. Das hier, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig geil. Das ist die Nummer 39 Utopia. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was ist denn das für eine Sprache? Das ist keine Sprache, die es wirklich gibt. Das ist die sogenannte Astralsprache.
Das heißt, eigentlich ist das hier eine sinnfreie Anordnung irgendwelcher Fantasiezeichen, aber es sieht halt einfach total geil aus. Und die Karte ging mal irgendwas mit 400 Euro, ist aber jetzt relativ krass gedroppt auf die Hälfte, auf ungefähr 200, zumindest zu dem Zeitpunkt, dass ich sie dann gekauft habe. Das hat sie mich so in etwa gekostet. Da gab es dann noch eine zweite Karte, die tatsächlich in 20th Anniversary Secret rauskam, nämlich den 10.000 Drachen, der 1.000 Euro, und nein, das war gerade kein Furz, das war meine Lippen, der so um die 1.000 Euro wert ist. Also heftige Geschichte, tatsächlich, da sind auch gute Fälschungen unterwegs, da verblasst die ein bisschen daneben in dem Set, aber trotzdem sehr, sehr schön für alle Sexel-Fans, ein absolutes Muss, für alle Utopia-Fans ein absolutes Muss, ein unglaublich schöner Klassiker aus dieser alten Sexel-Zeit. Für damals 34 Euro habe ich mir die Evil-Zwillinge Kisikil und Lila rangeholt. Das sind tatsächlich meine, oder das ist tatsächlich meine Lieblingskarte dieses Themas. Ich finde das Artwork nämlich unglaublich cool. Sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ja. Das kommt auch ein bisschen mehr an Unterweltler ran, wie ich finde. Also zumindest so vom Feeling her. Ne? Keine Ahnung warum. Ich kann das jetzt nicht argumentativ untermauern großartig, aber ich finde es einfach wunderschön und ich finde es passt irgendwie. Attribut Finsternis und so, also auch hier sehr, sehr schön. Der Collector's Rare Effekt kommt hier natürlich wieder nicht so krass zur Geltung, das seht ihr dann wieder hier oben im Beauty Shot. Ich weiß gar nicht, ob die Karte immer noch 34 Euro wert ist. Kam ja hier aus Genesis Impact, hieß die Karte, und das Set war ja nicht so gehypt, das war jetzt nicht so beliebt, wie zum Beispiel Toon Chaos. Also ganz, ganz großes Kino, finde ich auch sehr schön. Wundervoll, wie ihr seht, also ganz, ganz klasse, wunderschöne Karte. Darf eigentlich in keiner Sammlung, die Wert auf Optik liegt, fehlen. Ja, jetzt wird es ein bisschen oldschooliger, und zwar haben wir aus der Legendary Collection Yugi's World den dunklen Paladin First Edition. Deutsche Sprache Secret Rare, ohne silberne Stellen, also wirklich gar nichts. Das Ding ist absolut clean, near mint to mint. Hat mich, glaube ich, 130 Euro gekostet in etwa. Karte hat Potenzial, definitiv noch zu steigen. Ne? Also ich denke, das wird definitiv mal eine 200-300 Euro Karte werden in den nächsten Jahren. Eine ganz, ganz coole Sache. Ich will die Karte auch gar nicht aus der Hülle holen, weil die Dinger, die schaust du schief an und schon haben sie Silvering. Außer man hat jetzt Ami-Exemplare, die sind da ein bisschen beschädigungsresistenter, aber die hast du angeguckt und dann waren sie kaputt. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, die habe ich. Von wem habe ich die? Ich habe die vom Christian, kann das sein? Ich glaube, vom Christian, ja. Der hat mir auch so ein paar Excellent Ultimate Rares verkauft, wo die Rückseite nicht so top war. Für meine Privatsammlung, da habe ich mir dann aus Frust darüber, dass die vorne so schön und hinten so schlecht sind, habe ich mir dann gleich nochmal ein paar Exemplare bestellt in Ultimate Rare, die auch hinten top sind, und die werden wir dann auch in den nächsten Folgen sehen tatsächlich. Auf jeden Fall dunkler Paladin, wunderschön. Ja, der gute alte Kuribo, den haben wir jetzt auch letztens im Prismatic Art Collection Opening gesehen, eben hier auch in diesem Prismatic Secret Rare. Allerdings hat die Variante noch ein bisschen mehr Charme als der neue Print, wie ich finde. Sehr cool, kommt vom lieben Lukas, ultra clean, also war, glaube ich, sogar in derselben Sendung dabei wie der Ghost Rare Heini hier. Es ist ohnehin so, dass diese Promos damals nochmal extra gut geprintet waren, also die waren noch besser geprintet als die Karten, die man aus ganz normalen Boostern ziehen konnte. Sehr, 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 sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Der geht jetzt auch mittlerweile 10, 15 Euro oder so. Sonst wäre er hier gar nicht in der Folge. Ihr wisst, ich zeige hier nur Karten, die mindestens 10 Euro wert sind, das Stück. Sehr coole Geschichte. Da werde ich mir definitiv auch noch ein paar ranholen, weil ich finde irgendwie, das Artwork ist mindestens genauso ikonisch wie das Original aus Metal Raiders. So, dann habe ich mir zweimal den blauäugigen Tundrachen aus Dark Beginning rangeholt. Und der ist natürlich recht teuer geworden. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich irgendwie 15 oder 25 Euro das Stück gezahlt habe. Ich glaube, 25 Euro das Stück bezahlt habe. Na, ist natürlich ein Fan-Favorite, wir kennen ihn. Na, gespielt von Pegasus. Ich lege den erstmal weg. Wir schauen uns jetzt hier auch gleich nochmal den zweiten an. Hier eben gespielt von Maximilian Pegasus. Ja, also absolut auch hier, ne, clean as fuck. Hier ist wirklich nichts. Das Ding ist super, super toll. Vom lieben Lukas, der hat mir den abgegeben. Finde ich wunderschön, das Teil. Freut mich, dass wir hier noch ein paar ranbekommen haben, denn diese mittlerweile auch in guten Zuständen sehr, sehr schwer zu finden. Wenn, dann sind die meistens PSA gegradet oder so. Sehr coole Story. Ich finde auch, dass sie noch
auf jeden Fall ein bisschen Potenzial haben, Wert zu steigen. So 5 bis 10 Euro vielleicht, die denkt mehr aber nicht, weil wir haben noch die Secret aus dem Originalset, die wird natürlich immer der Vorreiter bleiben. Darf aber natürlich auch hier in tatsächlich keiner Toon-Sammlung fehlen. Auch nicht aus Dark Beginning 1. Die letzte Karte der heutigen Folge ist das Ende von Anubis aus Ancient Sanctuary. Eins meiner absoluten Lieblingsmonster der alten Zeit. Klar, nicht unbedingt wertvoll. Ich glaube 14, 15 Euro momentan. Das Stück hat aber schon den Wert verdreifacht, ne? Also zu dem Zeitpunkt, als ich vor über einem Jahr meine drei Displays aufgemacht habe, Ancient Sanctuary 4, und da ging dann noch ein 5er das Stück in etwa, ein First und jemand. Jetzt ist er schon ein bisschen mehr wert. Und ich denke auch, dass da natürlich Potenzial und Luft nach oben ist. Allerdings gibt es das Set noch recht häufig OVP. Man findet es noch verhältnismäßig häufig im Verhältnis zu anderen alten TCG-Sets. Aber sehr coole Karte auf jeden Fall, macht optisch unglaublich was her. Das bringt dieses ganze Ägypten-Feeling natürlich unglaublich gut rüber. Da haben wir noch den zweiten, er hätte noch einen dritten gehabt, tatsächlich Unlimited, aber der hatte dann doch noch eine Beschädigung, das heißt, ich konnte den dann doch nicht nehmen, aber die sind natürlich wieder super clean, keine Beschädigung, nichts, ne, also super top auch für die offizielle Sammlung und da bin ich dem guten Lukas zu Dank verpflichtet. Ja, meine Freunde, da wären wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ihr seht, hier haben wir wieder richtig viele, viele Schmuckstücke rangeholt in der letzten Zeit. 10 verschiedene Karten, von 2 Karten dann natürlich auch noch mehrere Exemplare. Wirklich coole Geschichte, es freut mich, dass wir die ranbekommen haben. Es erwarten uns in den nächsten Folgen Neuzugänge natürlich auch noch einige andere Sachen, einige andere schöne Karten. Ich habe noch einen richtig dicken Stapel hier. Ich denke, die nächste Folge wird eine OCG Folge werden. Im Allgemeinen wird das nächste Video wahrscheinlich wieder ein Sammelkartencheck werden, wo wir uns mal wieder so eine kleine Box angucken und was für Karten sich darin so befinden. Parallel dazu arbeite ich dann natürlich noch weiter an Yu-Gi-Oh! History. Wir wollen uns als erstes tatsächlich LOB angucken, auch wenn ich gesagt habe, dass das noch in der fernen Zukunft liegt, da ich das jetzt doch wahrscheinlich chronologisch angehen möchte. Und natürlich arbeite ich auch noch an Yu-Gi-Oh! Upgrade. Davon habt ihr noch nicht so viel gehört, nur einen kleinen Community-Beitrag, den die meisten sowieso wahrscheinlich übersehen haben werden. Da kommt aber noch was dazu. Und wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.